handelt es sich bei der Verwendung einer Art Uniform mit der Aufschrift Pozilei statt Polizei um einen bloßen Schreibfehler oder macht sich der Träger damit sogar strafbar? Wie das Oberlandesgericht Hamm in einem solchen Fall entschieden hat, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Mein Name ist Annika Danner und ich bin Clubjuristin des ADAC. Und bei dem Fall vor dem Oberlandesgericht Hamm ging es um Folgendes. Im Februar 2020 fuhr ein Mann zur Mittagszeit in Paderborn auf seinem Pedelec. Er trug dabei eine dunkelblaue Hose und eine neonfarbene Jacke mit dunkelblauen Elementen, silberfarbenen Reflektorstreifen und der Aufschrift Pozilei in großen grau-silberfarbenen Druckbuchstaben. Er hielt an einer Kreuzung neben einem Auto an, klopfte dort an die Seitenscheibe der Fahrerin und beschwerte sich bei ihr über deren Fahrweise. Dieser Fall landete vor dem Landgericht Paderborn und der Mann wurde zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 55 Euro verurteilt. Vorgeworfen wurde ihm nämlich das unbefugte Tragen einer Uniform gemäß § 132a Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 2 des Strafgesetzbuches. Danach ist nämlich strafbar, wenn jemand unbefugt eine inländische oder ausländische Uniform oder eine Amtskleidung trägt oder solche Uniformen oder Amtskleidung trägt, die diesem zum Verwechseln ähnlich sind. Und genau darauf stützte sich auch das Landgericht Paderborn. Aufgrund der konkreten Situation im Straßenverkehr und des Aufdrucks Pozilei bestünde nämlich Verwechslungsgefahr mit der Polizei. Klar sei zwar, dass beim richtigen Hinschauen erkennbar ist, dass es eben ein Wort ist, das es gar nicht gibt und dass es hier eben falsch geschrieben ist, aber bei flüchtiger Betrachtung liest man doch eher das Wort Polizei. Der Pedelec-Fahrer war mit dieser Entscheidung aber nicht einverstanden und ging in Revision. Das Oberlandesgericht Hamm bestätigte aber die Entscheidung des Landgerichts Paderborn. Das Gericht bezeichnete die Aufschrift Pozilei zwar als ein Buchstabensalat, aber weil sein Outfit der nordrhein-westfälischen Fahrtpolizei zum Verwechseln ähnlich sah, sei diese Straftat gegeben. Es geht bei dem Gesetz ja schließlich darum, vor einer Verwechslungsgefahr zu schützen. Und daran ändert auch nichts, dass die Autofahrerin selbst bemerkt hat, dass es sich nicht um einen Polizisten handelt. Es kommt nämlich auf das gesamte Erscheinungsbild an. Und dieses war hier so, dass nach Ansicht des Gerichts ein objektiver, nicht besonders sachkundiger und nicht genau prüfender Beobachter annehmen kann, dass es sich um eine Polizeiuniform handelt. Und deshalb liegt hier ein strafbarer Missbrauch einer Polizeiuniform vor. Hätte sich der Pedelec-Fahrer hier übrigens noch als Polizeibeamter ausgegeben, käme sogar noch eine Verurteilung wegen Amtsanmaßung in Betracht. Denn nach § 132 des Strafgesetzbuches wird jemand, der sich unbefugt mit der Ausübung eines öffentlichen Amtes befasst oder eine Handlung vornimmt, welche nur Kraft eines öffentlichen Amtes vorgenommen werden darf, mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also wenn sich jemand als Polizist ausgibt, aber gar keiner ist, dann ist das verboten und derjenige macht sich strafbar. Und auch wenn dieser Fall mit der Aufschrift Pozilei statt Polizei doch eher etwas zum Schmunzeln anregt, zeigt dies auch, dass kleine Schreibfehler, seien sie gewollt oder ungewollt, doch für großes Aufsehen sorgen und sogar eine Bestrafung nach sich ziehen können. Wenn ihr übrigens wissen wollt, was die richtige Polizei in einer Polizeikontrolle so darf, schaut euch gern dieses Video hier an. Bis zum nächsten Mal.